Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Pressestatement im Anschluss an Beratungen der Bundesregierung mit den Sozialpartnern. Und ich ersuche zunächst um das Statement des Herrn Bundeskanzlers. Bitte schön. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie zu diesem Pressegespräch recht herzlich begrüßen. Ich möchte mich zu Beginn bei allen Österreicherinnen und Österreichern bedanken, die in dieser Phase zusammenstehen und ihren Beitrag leisten, damit wir möglichst gut als Republik, aber auch als Bevölkerung durch diese Krise kommen. Es ist über Nacht notwendig geworden, eine weitere Gemeinde unter Quarantäne zu stellen, nämlich die Gemeinde Heiligenblut in Kärnten. Es sind somit neben den Orten Ischgl, Kappel, See, Galtür, St. Anton am Arlberg auch noch Heiligenblut isoliert. Der Innen- und Gesundheitsminister rufen dazu auf, dass alle Menschen in unserem Land, die seit 28. Februar in den Gemeinden Heiligenblut, Ischgl, Kappel, See, Galtür oder St. Anton am Arlberg waren, sich für 14 Tage häuslich isolieren müssen. Das gilt auch für alle Menschen, die mit diesen Personen Kontakt hatten, insbesondere für Menschen, die mit diesen Personen zusammenleben oder viel zu tun haben. Wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass das auch für all jene gilt, die keine Symptome verspüren, wenn sie in diesen Gebieten waren oder wenn sie mit Kontakt hatten mit Personen, die in diesen Gebieten waren, dann sind sie gefährdet, ganz gleich, ob sie Symptome verspüren oder nicht. Ich bitte alle Menschen eindringlich, diesen Anweisungen des Innenministers und des Gesundheitsministers Folge zu leiten, um eine weitere Ausbreitung auch einzudämmen. Sehr geehrte Damen und Herren, in dieser herausfordernden Zeit ist es notwendig, dass wir alle einen Beitrag dazu leisten, um unsere Gesundheit zu verteidigen und insbesondere die älteren Menschen in unserem Land zu schützen. Das hat die oberste Priorität. Diese Krise wird für viele Menschen Krankheit, Leid und für einige auch den Tod bedeuten. Und insofern müssen wir alles tun, was notwendig ist, um eine Ausbreitung so gut wie möglich einzudämmen oder zumindest zu verlangsamen. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch massive wirtschaftliche Auswirkungen. Es gibt viele Menschen, die sich zu Recht Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen. Es gibt viele Unternehmen, die gerade zumindest auf Zeit ihre Geschäftsgrundlage verlieren. Wir haben hier daher in den letzten Tagen als Bundesregierung auch sehr intensiv an der Frage gearbeitet, was können wir tun, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch Unternehmer in dieser schwierigen Phase bestmöglich zu unterstützen. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich beim Vizekanzler, beim Finanzminister, der Wirtschaftsministerin, aber auch den Sozialpartnern bedanken für die professionelle und schnelle Arbeit, die hier in den letzten Tagen geleistet wurde. Wir dürfen Ihnen heute kundtun, dass es ab sofort ein 4-Milliarden-Paket zur Krisenbewältigung geben wird. Es wird einen Corona-Krisenfonds geben, einen ersten mit 4 Milliarden, der drei wesentliche Ziele verfolgt. Nämlich zum ersten die Liquidität, also die Zahlungsfähigkeit in den Unternehmen zu gewährleisten. Zum zweiten Arbeitsplätze zu sichern und zum dritten in Härtefällen ganz besonders zu helfen. Es ist wichtig, die österreichischen Unternehmen dabei zu unterstützen, dass sie ihre Liquidität erhalten können. Das tun wir durch Kreditgarantien, Überbrückungskredite und Steuerstundungen. Es ist wichtig, die Arbeitsplätze in unserem Land in dieser Zeit zu sichern, insbesondere in den betroffenen Branchen und Betrieben. Das wird durch ein neues Corona-Kurzarbeitsmodell gewährleistet. Und zum Dritten, in Härtefällen wird ganz besonders geholfen. Das gilt für EPUs, Familienbetriebe und natürlich ganz besonders betroffene Branchen wie Tourismus, Gastronomie, aber auch die Kultur- und Veranstaltungsszene. Ich bedanke mich bei
allen Mitgliedern der Bundesregierung, die hier ihren Beitrag leisten, aber auch bei den Sozialpartnern, dass es uns gelungen ist, diese erste Soforthilfemaßnahme so schnell auf den Weg zu bringen. Und ich hoffe, dass sie in vielen Betrieben und vor allem bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch die entsprechende Unterstützung bringt. Es wird nicht die letzte Maßnahme sein, die wir in diesem Bereich setzen, aber es ist die erste schnelle, notwendige Maßnahme, um sofort reagieren zu können. Vielen Dank an alle, die das auf den Weg gebracht haben, und ich darf zunächst an den Vizekanzler und dann an den Finanzminister, die Wirtschaftsministerin und die Sozialpartner übergeben. Ja, danke schön. In diesen kritischen Zeiten ist Zusammenhalt gefragt. Deshalb möchte ich mich dem Dank anschließen, dass weite Teile der Bevölkerung hier mitmachen, so gut sie können, und darf Sie noch einmal ersuchen, alle Informationen und Kampagnen, insbesondere des Sozialministers, Gesundheitsministers und des Innenministers, um die Inhalte und Empfehlungen dort zu beherzigen. Vielen Dank dafür. Die Zusammenhaltsfrage stellt sich aber mehrfach. Es geht ja nicht nur um die Veränderung des sozialen Lebens, eine völlige Veränderung. Mittlerweile müssen wir zur Kenntnis nehmen, es wird niemand wundern, dass das ein dramatischer Impact, ein Einschlag auf die österreichische Wirtschaft und damit möglicherweise auf die Beschäftigten und auf die Arbeitsplätze sind. Dem gilt es natürlich gegenzusteuern, und wir haben hier sehr rasch uns darauf verständigt, diese Pakete zu schnüren. Das ist jetzt einmal ein erster großer Schritt. Andere Staaten sind, glaube ich, noch nicht so weit, dass sie schon mit Sondergesetzen eine derartige Summe frisches Geld zur Verfügung stellen können. Aber das Ziel dahinter ist ja, das Blut im Wirtschaftskreislauf zu erhalten. Die Überbrückungsmaßnahmen für die Einzelnen, für die Betriebe, die es jetzt braucht in den verschiedenen Kategorien, Liquiditätshilfen, aber auch da oder dort Unterstützungsfonds, also direkte Förderungen. Das Ziel ist ja, dass die natürlich alle, die nichts dafür können, dass diese Krise uns in dieser Form erreicht hat, dass die ihrerseits überleben können. Und auf der anderen Seite hilft das aber der gesamten Volkswirtschaft, weil ja auf diese Art und Weise das Blut im Wirtschaftskreislauf bleibt. Stellen Sie sich vor, eine Branche nach der anderen fährt runter, was ja drohen würde, niemand hilft. Und am Schluss hat eine Branche auf die andere eine Auswirkung. Es hängt ja alles zusammen. Die Wirtschaft ist ein komplexer, ein vernetzter Körper. Und dann würde es insgesamt die befürchtete Spirale nach unten auslösen. Da kann man gar nicht schnell genug gegensteuern. Das hat noch gar nichts mit einem allfälligen Konjunkturpaket zu tun, wie man das früher genannt hat. Diese Soforthilfen helfen jetzt auch schon, die Wirtschaft insgesamt zu stabilisieren. Das sollten wir nicht übersehen. Und der Wirtschaftskörper wird hier sozusagen mit frischem Blut versorgt. Das würde ich dann als Liquiditätshilfe verstehen, damit wir auch diese ökonomischen Begriffe übersetzen. Liquidität ist Flüssigkeit, und das ist wirklich wichtig. Das ist wirklich wichtig hier, die Wirtschaft im Kreislauf zu halten. Es ist ja eine ähnliche Auswirkung befürchtet worden wie bei der Finanzkrise 2008-09, wenn man sich die entsprechenden Wirtschaftsgazetten durchsieht. Ja, es ist nur noch viel schwieriger und dramatischer als die Finanzkrise. Hat ja zuerst die großen Finanzinstitutionen oben getroffen und dann hat sich das runtergefressen in die Realwirtschaft. Da war es noch relativ einfach gegenzusteuern, indem man dort versucht hat, die Kreditinstitutionen, die Versicherungen mit Liquidität zu versorgen und das auf diese Art und Weise rasch abzupuffern, was ja zum Teil auch gelungen ist. Das ist jetzt viel schwieriger, weil jetzt ist der Einschlag von unten nach oben, bei vielen, vielen Kleinen. Und deshalb führt ja das, dass man den Einzelnen hilft. Das ist ja ein großes Ziel, auch dazu, dass man insgesamt hilft. Also dem Einzelnen helfen heißt auch dem Ganzen helfen. Und damit kommt da wieder gleichzeitig das Prinzip zum Ausdruck, dass auch für Standort, Wirtschaft und Beschäftigung gilt, zusammenhalten und gemeinsam hier gegensteuern. Dann können wir möglicherweise besser als andere Volkswirtschaften aus dieser zu erwartenden Krise
wieder hervorgehen. Jedenfalls ist das unser gemeinsames Ziel. Und in dem Fall stehe ich nicht an, auch Dank auszusprechen an die Kolleginnen und Kollegen in der Bundesregierung. Es sind ja viele Ressorts betroffen bei diesen Gegenmaßnahmen. Alle sind hier gar nicht repräsentiert, aber ich darf stellvertretend den Finanzminister nennen, der hier in ganz schneller Geschwindigkeit und, glaube ich, klug und umsichtig dafür gesorgt hat, dass wir mal diese 4 Milliarden auf Basis einer gesetzlichen Initiative hinstellen können. Wir haben wir haben alle Länder angeschaut, fast in Europa. Das sind bis jetzt Ankündigungen, wo und wie hier Geld zustande kommen soll, mit irgendwelchen Hebelungen. Wir kennen das. Das ist echt Geld, und daraus werden jetzt die folgenden Maßnahmen, die gleich anschließend präsentiert werden, auch tatsächlich abgesichert werden können. In einem ersten großen Schritt, das betrifft die Liquidität, da gibt es ja völlig verschiedene Möglichkeiten, die angesprochenen Steuerstundungen, Sozialversicherungsbeiträge ähnlich, das geht für Kreditgarantien, das geht für Überbrückungshilfen in Form von direkter Kreditgewährung. Und ja, weil wir gerade Fonds ansprechen, es wird in einigen Bereichen, also in einigen Branchen und dort speziell wieder bei bestimmten Firmentypen, typischerweise Familienbetriebe, Kleinst- und Kleinbetriebe, aber auch EPUs, wo es ja immer, also Ein-Personen-Unternehmen, wovon es ja immer mehr gibt in Österreich, wird es auch Direktzahlungen und Förderungen geben. Und deshalb ist es gut, dass dieser Fonds in einem allerersten Schritt so großzügig dotiert ist. An der Stelle darf ich mich noch abschließend bedanken, auch bei den Sozialpartnern. Das Kurzarbeitsmodell wurde angesprochen, wird aber noch vorgestellt. Uns wurde gestern Abend ein Modell präsentiert, wo wir eigentlich nicht mehr so viel herumschrauben mussten und Konsens herstellen konnten. Und das führt mich zur Erkenntnis, dass in dieser kritischen Situation die Konsensdemokratie, also wenn man so will, die Partnerschaft auch auf der Sozialpartnerebene dann doch eine große Unterstützung ist. Und was auch hier noch dazu passt oder dazugehört, möchte ich mich auch bei jenen Parlamentsparteien bedanken, die hier mitarbeiten und mitgehen. Und das sollte nicht ganz unerwähnt bleiben, weil es ist sicher die Zeit eben für Zusammenhalt und für den größtmöglichen Schulterschluss. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Finanzminister, bitte. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als wir im Jänner diesen Jahres die Arbeiten zum Budget 2020 begonnen haben, da sind wir von einem Wirtschaftswachstum von 1,2% in diesem Jahr ausgegangen. Noch im Februar haben Wirtschaftsforscher gesagt, Zitat, der Finanzminister ist von der Schwächung der Konjunktur noch nicht betroffen. Und noch zu Beginn letzter Woche hat es eine Aussendung von einem Wirtschaftsforschungsinstitut in Österreich gegeben, wo drinnen steht, Zitat, der Konjunkturtest zeigt, dass es bislang noch keine messbaren Auswirkungen des Coronaviruses gibt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stehen heute in einer gänzlich anderen Situation. Italien ist Sperrgebiet, in ganz Europa werden Maßnahmen gesetzt und das gesellschaftliche Leben in Österreich kommt nach und nach zum Erliegen. Das Budget für 2020 wird daher keines sein, wo ich von einem ausgeglichenen Haushalt sprechen werde. Es wird keines sein, wo ich von Sparen im System oder von politischen Schwerpunktsetzungen entsprechend des Regierungsprogramms sprechen werde. Es wird ein Budget sein, welches die bittere Wahrheit der Krise in Zahlen gießen wird. Und es wird vor allem ein Budget sein, wo wir sicherstellen, dass wir bestmöglich all jenen helfen, die von und durch diese Krise betroffen sind. Und wir werden einen Weg aufzeigen, wie wir es gemeinsam durch die Krise durchschaffen können. In den letzten Tagen haben wir das Budget immer wieder überarbeitet, adaptiert und versucht, die aktuellsten Entwicklungen einfließen zu lassen, damit wir drei Dinge sicherstellen. Erstens, dass ausreichend Geld für die Gesundheit in Österreich da ist. Zweitens, dass wir möglichst viele Arbeitsplätze erhalten. Und drittens, dass wir sicherstellen, dass wir die Menschen in Österreich so weit befähigen, dass sie ihre Fixkosten decken können, die Mieten zahlen können und die Kreditraten. Das passiert zum Teil mit dem vom Bundeskanzler bereits angesprochenen Corona-Krisenbewältigungsfonds, den wir in einem ersten Schritt mit 4 Milliarden Euro dotieren.
Dazu wird es ein Sondergesetz geben, das demnächst beschlossen wird. Dieser Fonds versetzt uns in die Lage, verschiedene Maßnahmen umsetzen zu können. Wichtig ist, dass wir die Finanzierungsmöglichkeiten, die Liquidität innerhalb der Unternehmen sicherstellen, damit möglichst viele Arbeitsplätze in Österreich erhalten werden können. Das passiert einerseits durch Kreditgarantien, durch einen erleichterten Zugang, vor allem von KMUs, zu diesen Garantien. Das funktioniert auch über Überbrückungskredite, die wir bei besonderen Liquiditätsengpässen als Staat gewähren wollen. Das geht aber auch über zwei Maßnahmen, die direkt im Finanzministerium passieren, nämlich einerseits werden wir Steuerstundungen akzeptieren und dazu die diesbezüglichen Mahnzinsen ausfallen lassen. Die Vorbereitungsarbeiten sind im Finanzministerium bereits im Laufen. Und wir werden auch erleichterten Zugang zur Steuervorauszahlungsherabsetzung ermöglichen. Wir haben auch Gespräche geführt mit den führenden Banken in Österreich und hier wird es noch weitere gesonderte Informationen geben, wie zusätzliche Kreditgarantien oder Kreditstundungen möglich werden können. Wir werden auch eine Beschleunigung und Verstärkung der Exportförderung mit der Absicherung von Garantien ausgeben können. Das läuft über die Änderung der Richtlinien in der ÖKB. Und wir werden sicherstellen, dass es in Zukunft auch Arbeitsplätze in Österreich durch die Krise hindurch gibt. Einerseits wird das sichergestellt werden durch das Corona-Kurzarbeitsmodell, das auch die Sozialpartner vorstellen werden. Vielen Dank dafür. Und aber auch die Möglichkeit der Kinderbetreuung, die wir schon in den letzten Tagen vorgestellt haben. Es wird einen Härtefall geben, einen Fonds für Härtefälle geben, wo vor allem all jene Unternehmen davon profitieren können, die aus den anderen Maßnahmen vielleicht zu schwierige Zugänge haben, also vor allem was EPUs, Familienunternehmen und kleinere betrifft. Und zum Schluss möchte ich noch betonen, ja, ein ausgeglichener Haushalt ist immer wichtig, aber die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher, die Arbeitsplätze und ein stabiler Standort ist wichtiger. Vielen Dank. Danke sehr, Frau Wirtschaftsministerin. Bitte schön. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind in Österreich mit einer Situation konfrontiert, wie wir sie so nicht gekannt haben und wie wir so auch noch keine Erfahrungen sammeln konnten, wie auf eine solche Situation zu reagieren ist. Was aber klar ist, es ist rasch zu reagieren und unbürokratisch zu reagieren. Und es sollen die Mittel dieses Fonds, dieses 4 Milliarden Fonds, dieses Härtefonds für unsere Unternehmen rasch zur Verfügung stehen. Wir reden nicht von 3 Wochen, wir reden nicht von einem Monat, sondern von einer Unterstützung, die innerhalb der nächsten Tage, innerhalb von nur wenigen Tagen zur Verfügung stehen wird. Die Auswirkungen auf die österreichische Wirtschaft der getroffenen Maßnahmen werden groß sein und sind groß. Und wir sind uns der Verantwortung, die wir gemeinsam in der Regierung für den österreichischen Wirtschaftsstandort haben, bewusst. Die Maßnahmen, die allerdings getroffen wurden, die Maßnahmen für die Gesundheit und für den Schutz der Menschen in Österreich, sind die richtigen Maßnahmen. Wirtschaft beruht auf Vertrauen. Es beruht darauf, dass ich weiß, wenn ich in der Früh gehe, dass ich meinen Kaffee kaufen kann, dass ich meinen Gipfel beim Bäcker kaufen kann, dass es für die Unternehmen Aufträge gibt, die absichern, dass die Gehälter bezahlt werden können, dass die Miete bezahlt werden kann, dass der Betrieb weitergeht. All das ist für uns in unserem Alltag selbstverständlich gewesen und all das ist jetzt anders. Die Unternehmen haben große Sorgen, auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben große Sorgen und unsere Aufgabe ist es, diese Probleme abzufedern und ihnen zu helfen. Hier geht es nicht nur um finanzielle Themen, es geht auch um Fragen der Lieferketten. Sind Medikamente zur Verfügung? Gibt es Lebensmittel? Kann ich eben meine Miete bezahlen? Kann ich das kaufen, was ich für meinen täglichen Bedarf, für meine Familie brauche? Und die Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichern das alles ab. Ich möchte mich hier ganz ausdrücklich als Wirtschaftsministerin bedanken bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei allen, die da draußen sind, die sich anstrengen, Tag für Tag die Überstunden leisten, die dafür sorgen, dass wir versorgt werden und auch bei jenen, die all diese Maßnahmen mittragen, die wir setzen. 4 Milliarden sind ein Fonds für unterschiedliche Unternehmenstypen.
Wir werden uns kümmern um die Leitbetriebe, die großen Unternehmen, genauso wie um die mittelständischen Unternehmen und um die EPUs, die Klein- und Mittelbetriebe, also die Selbstständigen, die alleine unterwegs sind. Sie haben ein ganz besonderes Risiko zu tragen. Sie sind mutig, sie bieten ihre Dienstleistungen als Alleingänger an und sie sind jetzt ganz besonders betroffen. Im Bereich der Kultur, im Bereich der Wissenschaft, in unterschiedlichsten Bereichen finden wir sie und auch sie haben verdient, dass wir sie unterstützen. Zu den Maßnahmen, die wir setzen, ist sicherlich ein wichtiger Bereich dieser neue Corona-Kurzarbeit. Die neue Corona-Kurzarbeit wird mit 400 Millionen Euro dotiert. Es ist eine spezielle Form der Kurzarbeit. Was soll anders sein zu dem gewohnten Modell? Das Modell, das wir bisher haben, ist so nicht anwendbar. Es braucht sehr, sehr lange, es ist teilweise bis zu 6 Wochen und darum werden wir die Zeit stark verkürzen. Es soll nur 48 Stunden dauern, bis man den Antrag stellen kann. Und eine zweite wesentliche Veränderung ist auch, dass sie bis zu 100% gehen kann. Bisher war das bis zu 10% runter. Das heißt, die Unternehmen haben auch die Möglichkeit, die Mitarbeiter zu Gänze nach Hause gehen zu lassen, aber gleichzeitig im Unternehmen zu beschäftigen. Bisher gab es für diese Möglichkeit nur die Form der Arbeitslosigkeit. Uns ist wichtig, dass die Mitarbeiter in den Unternehmen bleiben, damit sie nachher wieder schnell beginnen können, damit die Produktion wieder aufgenommen werden kann, damit die Dienstleistung wieder aufgenommen werden kann. Und hierfür braucht es dieses neue Modell. Die liquiden Mittel wurden bereits angesprochen, Garantien. Wir werden die Garantien ausweiten von bisher bestehenden KMUs auch auf größere Unternehmen. Also beide Formen, mittelständische Unternehmen und größere Unternehmen, brauchen hier unsere Hilfe. Wir werden die Mittel, die zur Verfügung stehen, vor allem für die KMUs ausweiten. Es soll kein Unternehmen, das liquide Mittel von der Hausbank bekommt, eine Garantie des Staates vermissen. Sie sind das Rückgrat unserer Wirtschaft, die Familienbetriebe und die KMUs, und darum brauchen sie diese besondere Unterstützung. Ganz konkret werden wir auch einen Härtefonds mit Geld für Familienunternehmen und für EPUs einrichten. Auch das gibt es im Moment in dieser Form nicht. Es ist ein Härtefonds, wo wir helfen zu überbrücken diese schwierige Zeit und wo wir helfen, dass man auch nachher seine Tätigkeit wieder aufnehmen kann. Zu den Lieferketten ist zu sagen, dass dieser Coronavirus ein Weckruf war. Er war ein Weckruf für Europa und die Industrien, aber auch für die Europäische Kommission, eine Entscheidung zu treffen in Richtung mehr Autonomie Europas. Das gilt sowohl für die Lebensmittelproduktion, aber ganz, ganz besonders für die Medikamente. Wir haben festgestellt, wir sind im Bereich vieler Medikamente, vor allem aber der Antibiotika und des Penicillins, stark von Asien abhängig. Die Europäische Kommission hat unseren Vorschlag aufgegriffen, den ich im Wettbewerbsrat eingebracht habe, dass wir uns hier kümmern und es Teil der Industriestrategie Europas wird, dass wir Europa mit jenen Medikamenten versorgen können, die wir brauchen in solchen Fällen. Es wird ein Gesamtmaßnahmenpaket brauchen, um die Unternehmen zu unterstützen. Diese 4 Milliarden sind unmittelbar da, dass wir die verschiedensten Unternehmen begleiten durch den schwierigen Prozess und ihnen auch auf diesem Weg danken dafür, für alles, was sie tun. Herzlichen Dank. Danke sehr, Herr ÖGB-Präsident Katzian. Bitte schön. Ja, schönen Vormittag, meine Damen und Herren. Ich habe gemeinsam mit der Präsidentin Anderl von der Arbeiterkammer schon von Beginn an bei dieser sogenannten Corona-Krise festgestellt und festgehalten, dass die Gewerkschaften und die Arbeiterkammern in Österreich zur Zusammenarbeit bereit sind, wenn es darum geht, gemeinsame Lösungen zu suchen, um die Auswirkungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möglichst gering zu halten und die Arbeitsplätze zu sichern. Wir waren insbesondere gestern, aber auch in den letzten Tagen als Arbeiterkammer und ÖGB in Gesprächen und Verhandlungen mit dem Ziel, dass niemand zurückgelassen wird und dass möglichst alle mitgenommen werden. Und es geht in dieser Phase nicht um Kompromisse, meine Damen und Herren. Es geht um Schicksale, es geht um Existenzen und das haben wir vor Augen gehabt. Ich möchte mich dem Dank anschließen an all jene, die täglich in den kritischen Versorgungsbereichen arbeiten, ob das in der medizinischen Versorgung, in der Pflege,
im Handel, in allen Bereichen ist, die das tägliche Leben von uns allen auch in dieser Krise sicherstellen. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sonst nicht sichtbar sind, werden gerade jetzt in dieser Krise sichtbar. Und es sind viele, meine Damen und Herren, die nicht auf der Butterseite des Lebens sind. Und ich hoffe sehr, dass alle, die sich darüber freuen, dass sie die jetzt wirklich einhauen mit jeder Faser ihres Herzens, das nicht vergessen, wenn die Krise hoffentlich irgendwann vorbei ist und wir dann auch über diese Menschen in diesen Berufen reden werden. Wir haben uns für einen großen Rettungsschirm eingesetzt, weil wir gesagt haben, was bei der Bankenkrise möglich war, muss auch für Corona gelten. Und hieß es damals, too big to fail, so heißt es heute, too many to fail. Und ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, mit diesem Paket, das jetzt am Tisch liegt, einen ersten großen Schritt zu machen. Und ich erwarte mir auch und danke auch dem Herrn Bundeskanzler und dem Herrn Finanzminister, dass sie das schon angekündigt haben, wenn das nicht ausreicht, dass man weitere Maßnahmen setzen muss. Klotzen statt kleckern, glaube ich, ist schon das, was wir in so einer Situation auch sagen müssen. Uns war klar, wenn wir ein großes Hilfspaket fordern, dann müssen wir auch schauen, dass wir ein Ziel, ein zentrales haben, und das heißt, möglichst viele Arbeitnehmer in Beschäftigung zu halten. Also nicht zuzulassen, dass die Leute einfach gekündigt werden und man schaut einmal, was ist, weil jede Kündigung eines Arbeitnehmers bedeutet natürlich schon, dass das soziale Netz und es zeigt sich auch, wie wichtig der Sozialstaat gerade in so einer Situation ist, dass das soziale Netz die Leute auffängt. Aber es ist doch ein dramatischer Einschnitt, weil der Unterschied ist, ob man eine Nettoersatzrate von 55-60% bei Arbeitslosigkeit hat oder, was dieses neue Corona-Kurzarbeitsmodell, das wir jetzt ausgearbeitet haben, eine Nettoersatzrate zwischen 80-90% bedeutet, wobei insbesondere jene, die zu den Geringverdienern gehören, die höchste Nettoersatzrate haben. Also wir haben hier auch eine gewisse soziale Staffelung drin. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Gewerkschaften und die Arbeiterkammer war auch bereit, etwas einzubringen in dieses Lösungsmodell. Wir haben gesagt, Zeitguthaben, Alturlaube, das muss man natürlich abbauen. Aber entscheidend ist, es bleibt der Arbeitsplatz erhalten, wenn es zu diesem Kurzarbeitsmodell kommt. Und es gibt Nettoersatzraten zwischen 80-90%. Und ich denke, unter Betrachtung all dieser Rahmenbedingungen, dass das ein gutes Ergebnis ist. Und ich freue mich auch sehr, dass es gelungen ist, die in diesem Topf, von dem jetzt gesprochen wurde, 400 Millionen für dieses Vorhaben zu reservieren. Und falls das aufgebraucht ist, haben wir auch vereinbart, dass wir uns rasch wieder zusammensetzen. Ich denke, damit ist ein wichtiger Beitrag geschaffen. Und ich appelliere auch an die Unternehmerinnen und Unternehmer, macht von dem Gebrauch, schickt die Leute nicht einfach auf die Straßen, weil wir werden alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen nach dieser Krise, damit wir wieder gut durchstarten können. Und ich appelliere auch deshalb, weil jeder Mensch in Beschäftigung auch ein wichtiger Teil der Kaufkraft in diesem Land ist und jeder Mensch, der seinen Arbeitsplatz verliert, natürlich diese Kaufkraft nicht hat, was am Ende des Tages auch der österreichischen Volkswirtschaft schadet. Ich möchte mich für die Zusammenarbeit bedanken, auch im Namen der Präsidentin Anderl, Arbeiterkammer und ÖGB haben versucht, nicht nur mit Worten zu sagen, wir sind mit dabei, wenn es darum geht, gemeinsam Lösungen zu finden. Ich denke, wir haben das eingebracht. Ich appelliere an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn euch irgendwelche Zetteln vorgelegt werden, die ihr unterschreiben sollt, macht es so wie sonst auch. Fragt es zuerst, bevor es was unterschreibt. Und wir versprechen uns auch in unseren Beratungsstrukturen, dass wir hier zur Verfügung stehen. Dankeschön. Danke sehr. Wirtschaftskammerpräsident Mara, bitte. Wir haben vor einigen Wochen schon gesagt, dass wir es hier mit einer außergewöhnlichen Situation für unser Land zu tun haben. Einer Situation, die vermutlich nur unsere Großeltern und Urgroßeltern während des Zweiten Weltkriegs und am Ende des Zweiten Weltkriegs und in der Phase des Wiederaufbaus erlebt haben. Mit diesem Bewusstsein und damit dieser großen Verantwortung haben wir parallel zu den Tätigwerden der Bundesregierung und Landesregierung und Behörden im Bereich der Gesundheit und Sicherstellung der Gesundheit versucht, auf Sozialpartnerebene mit dem Finanzminister, der Wirtschaftsministerin, der Arbeitsministerin und der Tourismusministerin alle Maßnahmen vorzubereiten, die notwendig sind, dass den österreichischen Betrieben und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schnell, unbürokratisch und so gut wie möglich geholfen werden kann.
Rausgekommen ist ein Bündel an Maßnahmen, das sicherstellt, den Versuch sicherstellt, möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu halten, möglichst vielen Betrieben mit Liquidität zu helfen und gleichzeitig all denjenigen, die nicht durch diese unterschiedlichen Maßnahmen geholfen werden kann, das sind die besonderen Härtefälle, dass man auch diesen direkt helfen kann. Es gibt also drei Stoßrichtungen: das Sicherstellen der weiteren Zahlungsfähigkeit der Betriebe, das Sicherstellen von möglichst vielen Menschen in Beschäftigung zu halten und das Sicherstellen, dass auch denjenigen geholfen wird, denen wir mit den anderen Maßnahmen nicht helfen können. Ich bedanke mich daher explizit bei allen Mitgliedern der Bundesregierung, federführend beim Herrn Bundeskanzler und Finanzminister, für die Bereitschaft, auch mit dem Herrn Vizekanzler hier ein Sicherheitsnetz, ein rot-weiß-rotes Sicherheitsnetz im Wert von 4 Milliarden geknüpft zu haben. Das ist in dieser Form beispiellos, wie schnell das passiert ist und beispiellos, wie schnell das auch gesetzlich auf den Weg gebracht wird. Bitte aber auch gleichzeitig alle um ein paar Tage Geduld, bis wir wissen, wie die einzelnen Maßnahmen technisch umgesetzt werden, weil eben infolge der Gesetzesbeschlüsse auch eine Reihe von Erlässe vorzubereiten sind und natürlich in den unterschiedlichen Institutionen dann die technischen Vorbereitungen laufen, bis dann bestimmte Hilfestellungen beantragt werden können. Es geht also nicht nur um den bereits erfolgreich etablierten Schutzschild für unsere vor allem älteren Mitmenschen und für alle Menschen, die wir vor dem Virus schützen wollen, sondern eben auch um dieses geknüpfte Sicherheitsnetz. Sie sehen also, dass wir gemeinschaftlich, Sozialpartner und Regierung, nicht in Entweder-Oder-Kategorien denken, sondern uns ist die Gesundheit der Menschen genauso wichtig wie die Gesundheit des österreichischen Wirtschaftsmotors, weil wir ja beides brauchen. Für die Betriebe, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und allen deren Familien, die dort dranhängen, am Ende des Tages das gesamte Land. Und ich bin sehr froh, dass wir gestern in nur wenigen Stunden, und ich glaube, das ist beispiellos in der österreichischen Geschichte seit 1945, auf Sozialpartnerebene vollkommen unkompliziert, ideologiebefreit, ein vollkommen neues Modell der Kurzarbeit, das jetzt genau für diese Krise gilt, ausgearbeitet haben. Ich kann Ihnen wirklich berichten, dass das von extremer Kompromissbereitschaft aller Seiten getragen war. Und wir haben dann noch am Abend die budgetären Notwendigkeiten mit dem Finanzminister besprechen können. Unsere Teams sind in der technischen Vorbereitung der Umsetzung, übergeben das, was von unserer Seite notwendig ist, heute an das AMS, damit das AMS alle Vorbereitungen treffen kann. Und wir erwarten eigentlich über die Beratungsleistungen der Gewerkschaft, der Arbeiterkammer und der Betriebsräte und von Seiten der Wirtschaftskammer, dass man ab Montag Anträge für dieses neue Modell stellen kann. Sie haben gehört, es ist unbürokratischer, es wird viel schneller umsetzbar sein und ermöglicht somit auch unseren Betrieben die Chance, möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu halten, vor allem in den betroffenen Branchen, wo einfach aufgrund der jetzigen Situation kaum, ganz wenig oder gar keine Umsätze da sind. Die Unternehmer übernehmen in dieser Zeit ein besonders großes Risiko und eine besonders große Verantwortung, weil sie weiter Miete zahlen müssen, Kredite bedienen müssen, aber möglicherweise nicht genug Liquidität haben, um auch noch bei keinen Umsätzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Beschäftigung zu halten. Das ermöglicht genau dieses Modell und ich möchte mich ausdrücklich stellvertretend bei allen Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner auf der Arbeitnehmerseite, bei Präsident Katzian und Präsidentin Anderl bedanken, beispiellos, was in 3 Stunden auf die Beine gestellt wurde und beispiellos, wie schnell der Herr Finanzminister mit der Regierungsspitze auch hier gesagt hat, hier wird ein Topf dotiert. Das wird dem Land helfen. Das wird uns helfen, möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu halten. Und wir werden das auch massiv versuchen zu bewerben, weil es ein sehr attraktives Modell ist. Und wir hoffen, dass sehr, sehr viele Betriebe in ganz unterschiedlichen Branchen auf dieses Modell zurückgreifen werden. Danke auch für die Bereitschaft, in diesem großen 4 Milliarden Sicherheitsnetz dafür zu sorgen, dass ausreichend Garantien vorhanden sind. Danke auch dafür, dass man unsere Vorschläge aufgenommen hat, auch Direktkreditvergaben bei Fällen vorzunehmen, wo andere Instrumente nicht greifen. Und ich glaube auch, das Instrument der Stundung und gewissen Aussetzungen im Bereich der Steuerzahlungen bzw. Sozialversicherungszahlungen werden nötig sein, um über diese Krise drüber zu kommen. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, im Unterschied zur Finanz- und Wirtschaftskrise, wo niemand gewusst hat, wie sich das dominoartig weiter verändert und wann die zu Ende ist, können wir hier sagen, sie wird zu Ende sein. Wir wissen noch nicht wann, aber sie wird zu Ende sein. Und das ist ein Hoffnungsschimmer für unser gesamtes Land, in dem wir nun gemeinsam versuchen, sowohl die Gesundheit der Menschen als auch die wirtschaftliche Gesundheit unseres Landes sicherzustellen. Danke allen, die sich daran beteiligen. Danke besonders den ganzen
Teams und Stäben auf Regierungsebene, die zum Teil weit über die normale Zeit arbeiten, um all das in so kurzer Zeit möglich zu machen. Ich möchte mich explizit hier im Namen der österreichischen Unternehmer und aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für diese Geschwindigkeit bedanken, dass wir so schnell ins Umsetzen kommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Es gibt für Sie nun die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Als erster gemeldet hat sich von der APA der Herr Haslacher. Dann kommen wir zum OF-Radio. Bitte schön. Ja, ich habe zwei Fragen an den Herrn Bundeskanzler. Sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe, von einem ersten Fonds gesprochen bei diesen 4 Milliarden Euro. Heißt das, wenn das Geld aufgebraucht ist, wird es weitere Mittel geben? Und zweite Frage in dem Zusammenhang auch, das Epidemiegesetz sieht ja Entschädigungsansprüche vor für Unternehmen, die auf Basis des Epidemiegesetzes geschlossen werden. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viel Geld das kosten wird oder wird das auch durch diesen Fonds abgedeckt? Danke. Zunächst kann ich Ihre erste Frage beantworten. Das ist ein erster Fonds. Das ist ein Soforthilfepaket. Es ist schnell, hier rasch zu agieren. Aber es wird weitere Maßnahmen darüber hinaus brauchen. Aber je rascher man agiert, desto wirksamer agiert man. Und daher diese Maßnahme jetzt. Zur zweiten Frage. Das vollständige Paket wurde hier präsentiert. Und so wie es angedacht ist, so wird es auch umgesetzt. Das Epidemiegesetz stammt teilweise aus einer Zeit, die mit der heutigen nicht vergleichbar ist. Und insofern setzen wir auf die Maßnahmen, die wir jetzt präsentiert haben und werden auch in den nächsten beiden Tagen im Parlament einige Gesetzesänderungen vornehmen, um nicht nur die Menschen bestmöglich zu schützen, sondern auch die Wirtschaft und die Arbeitnehmer sehr fair, gleichmäßig verteilt, aber in einer machbaren Kategorie zu unterstützen. Vielen Dank. Als nächstes gemeldet hat sich das ORF Radio, bitte. Und dann der Herr Schnauder vom Standard. Das Budget wurde ja seit Anfang Jänner de facto verhandelt, in einer gänzlich anderen Zeit. Aber natürlich steht das, wo wir zur Einigung gekommen sind, weiterhin fest. Darüber hinaus sind wir mit einer massiven anderen Einschätzung, was das Wirtschaftswachstum betrifft, konfrontiert. Das muss man natürlich in der Einnahmenschätzung einpreisen. Und darüber hinaus wird es Soforthilfemaßnahmen geben innerhalb dieses Fonds, der bis zu 4 Milliarden schwer ist. Das heißt natürlich, dass wir dieses Jahr nicht von einem ausgeglichenen Haushalt sprechen können. Das heißt, dass es dieses Jahr die Priorität ist, dass wir genügend Geld für die Gesundheit der Menschen zur Verfügung stellen, dass wir garantieren und darauf schauen, dass die Arbeitsplätze erhalten werden können und dass die Menschen ihre Fixkosten, die Miete, die Kreditraten weiterhin zahlen können. Nur so können wir gemeinsam gut durch die Krise kommen und da ist alles andere sekundär. Herr Vizekanzler. Ja, zur Einordnung im Ganzen, zunächst hier anschließend. Ja, selbstverständlich hat diese Situation dramatische Auswirkungen auf zwei Seiten des Budgets, auf die Einnahmen und auf die Ausgaben und deshalb verschiebt sich der Saldo. Das ergibt sich ja von alleine. Es kann ja nicht einmal jemand sagen, wie hoch das sein wird, diese Differenz. Das hängt ja davon ab, wie sich die Wirtschaft insgesamt entwickelt, das sogenannte Wirtschaftswachstum. Wir werden ja bei den Einnahmen bald einmal merken, dass die ja wesentlich zurückgehen in Abhängigkeit davon, wie sich die Gesamtsituation entwickelt. Und bei den Ausgaben wird natürlich auch was passieren. Und jetzt muss man mal das sicherstellen, was hier gemacht wird. Ich finde den Zugang relativ, oder eigentlich nicht nur relativ, sondern sehr gut gewählt und raffiniert, dass wir jetzt nicht hergegangen sind und jeden einzelnen Budgetposten neu vermessen haben. Die sind ja schon fertig gemacht worden im Prinzip. Wir haben ja hier intensiv verhandelt. Wir haben ja für 2020 eine Art Übergangsbudget gehabt, wo aber schon bestimmte Schwerpunkte drinnen waren. Und dieser Fonds kommt jetzt obendrauf, damit wir schneller im Tun sind, auch was die ganze Budgetsystematik betrifft. Ja, und im 2020er Jahr sind ja schon einige Klimaschutzmaßnahmen drinnen. Selbstverständlich
werden die gemacht werden. Und wie sind da, also ich sehe nur den Einstieg in das 1-Million-Dächer-Programm Photovoltaik. Das ist jetzt nur untergegangen, da ist mit wesentlich höheren Tranchen rausgegangen. Jetzt dieser Tage schon die Möglichkeit, dass die Menschen, die Privaten, sich hier schon die Förderungen holen können. Die sind wesentlich höher. Wir werden natürlich dabei bleiben, die Maßnahmen im Gebäudebereich voranzutreiben und alles, was da vorgesehen ist, für die mittlere Frist, oder wenn Sie so wollen, ab 2021 gilt, natürlich wird alles neu vermessen. Aber wenn wir in sowas kommen, was zumindest früher mal Konjunkturpaket geheißen hat, dann wird es aber auch interessant sein, dass wir jene Branchen besonders stützen, die innovativ sind, zukunftsorientiert und irgendwas mit diesen Technologien und Forschung und Entwicklung zu tun haben in dem Bereich, um auch für die nächsten Jahre dann die österreichische Volkswirtschaft entsprechend modern aufzustellen. Das heißt, gerade das wird, wenn wir Investitionen anreizen, seien sie privat, das wird zwar in erster Linie sein, bei der Knappheit der Mittel, aber seien sie auch da oder dort öffentlich bezuschusst oder Direktinvestitionen, dann wird es vernünftig sein, dass dort auch etwas passiert. Und das, also sehe ich das genau umgekehrt eigentlich, als die Intention der Frage ist. Und letztendlich geht es genau um zwei Dinge. Jetzt, was sofort zu tun ist, jene Betriebe und Branchen drüber zu helfen, deswegen sagen wir ja Überbrückung, die bis jetzt gesund waren, ja, im besten ökonomischen Sinn auch, deshalb rede ich ja vom Blutkreislauf und Wirtschaftskörper, da kann keiner was dafür, dass wenn das bis jetzt in der jetzigen sozialen Marktwirtschaft in Österreich ein vernünftiger Vorgang war, dass wir diese Betriebsstruktur hatten und diese Branchenstruktur, dann wird es gut sein, wenn sie nachher, wenn man so will, nachher so oder so ähnlich weiterleben kann. Und die anderen Dinge sollten wir einfach aufgrund der Zukunftsorientiertheit der österreichischen Volkswirtschaft genauso angehen. Das betrifft ja mehrere Branchen, aber unter anderem auch die Modernisierung in Umwelttechnologie und mit den entsprechenden Rahmenbedingungen und entsprechenden steuerlichen Maßnahmen. Und ich würde auch durchaus anerkennen wollen, dass der erste Schritt der Steueretappe, den wir ja vorgesehen haben, der genau die kleinen Einkommen entlasten soll, möglicherweise genau ein richtiger Schritt ist, dann immer noch, auch wenn wir damit das Defizit beeinflussen, dass das auch eine Möglichkeit ist, genau jene Gruppen besser zu stellen, ganz einfach deshalb, weil die das meiste eh verkonsumieren werden und hier einen nächsten Aufschwungschritt mitmachen können. Ich bin zwar nicht angesprochen worden, aber ich muss etwas zu Ihrer Frage sagen, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, sich bewusst zu sein, was wir alle hier gemeinsam gerade erleben. Bitte beschäftigen Sie sich nicht mit irgendwelchen Was-wäre-wenn-Fragen für die nächsten Monate. Wir erleben gerade eine Krise in einem Ausmaß, wie wir sie noch nie hatten. Was die Gesundheit unserer Bevölkerung betrifft, und was die damit verbundenen Implikationen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt betrifft. Und es gibt nur eins zu tun für die Politik im Moment und für die Verwaltung in Österreich. Und ich würde anregen, auch für Sie als Medienvertreter, nämlich sich die Frage zu stellen, was tun wir jetzt und alles andere auf später zu verschieben. Es gibt eine Priorität für die nächsten Wochen, nämlich, dass wir unser soziales Leben, unser gesellschaftliches Leben so reduzieren, dass wir die Verbreitung des Viruses aushungern. Wir müssen jetzt alles auf ein Minimum reduzieren. Und danach, nach Ostern, gibt es die Möglichkeit, hoffentlich einer Wiederauferstehung unseres gesamten Systems, eines Wiederhochfahrens und einer Rückkehr zur Normalität. Aber jetzt gibt es genau eine Priorität und die heißt, alles tun, um auf Minimalbetrieb zu schalten, um Leben zu retten. Und parallel dazu ist notwendig, was der Vizekanzler, Finanzminister, Wirtschaftsministerin gerade geschildert haben, nämlich die Betriebe am Leben zu erhalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass möglichst viele Arbeitsplätze in dieser Phase erhalten werden können. Das ist der einzige Fokus, um den es geht. Und ich bitte Sie, alles andere diskutieren wir, wenn es soweit ist. Vielen Dank. Als nächstes gemeldet hat sich der Herr Schnauder vom Standard, dann der Herr Jungwirth und dann kommen wir dort. Ich hätte auch noch
noch zwei Fragen, wenn es erlaubt ist, an den Herrn Finanzminister. Es gibt ja an und für sich laut Epidemiegesetz, die Frage ist schon gestellt worden, einen Anspruch auf Verdienstentgang. Und darüber hinaus haben Sie jetzt weitere Maßnahmen angekündigt. Sind jetzt alle diese Maßnahmen zusammen 4 Milliarden Euro schwer? Oder ist das nur quasi die zusätzliche Hilfe, die Sie anbieten? Sie fragen mich da nach den endgültigen Auswirkungen der Krise. Bitte um Verständnis, aber das wird Ihnen niemand beantworten können, was die endgültigen Auswirkungen und damit die endgültigen Kosten sein werden. Was uns mit diesem Paket hier heute wichtig war, ist, sofort unbürokratisch und für einen ersten Schritt in ausreichender Höhe zu helfen. Da geht es darum, dass Unternehmen weiter arbeiten können, sofern es überhaupt möglich ist, dass Arbeitsplätze nicht verloren gehen und dass die Menschen weiterhin ihre Miete, ihre Kredite, ihre Fixkosten zahlen können. Wie viel es am Ende des Tages kostet, das könnte ich Ihnen nur beantworten, wenn Sie mir sagen können, wie lange die Krise dauert und wie schwer sie wird. Das kann derzeit niemand. Vereinbart beim Kurzarbeitsmodell, wie hoch die Zuzahlung des Services und wie viel? Ich habe es akustisch nicht gehört, geht es noch mal kurz? Kurzarbeitsmodell. Ja. Das kann man mit einem Satz deswegen nicht beantworten, weil jedes Kurzarbeitsmodell davon abhängig ist, bis zu welchem Ausmaß die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht arbeiten. Wir haben gehört von der Frau Wirtschaftsministerin, das kann auch null sein. Wenn es null ist, dann kann ich Ihnen sagen, ich habe mir es aufgeschrieben, weil ich irgendwie gerechnet habe, dass Sie das fragen werden. Wenn jemand, ich sage nur anhand einer Zahl, wenn jemand 1.000 Euro netto verdient und wir vereinbart haben, dass eine 90-prozentige Ersatzrate greifen soll, dann bedeutet das, dass das Arbeitsmarktservice das Arbeitslosengeld plus den Zuschlag bezahlt, wenn der 0 Stunden arbeitet, und das kommt ungefähr zwischen 800 und 900 Euro. Und die kleine Differenz, die dann noch bleibt, zahlt das Unternehmen. Also das ist in Wirklichkeit das Modell. Aber man muss unterscheiden, ob jemand 0 Stunden arbeitet, dann ist es mehr. Wenn jemand, ich weiß es nicht, 30% noch arbeitet, ist es weniger, weil dann arbeitet er ja und er bringt Leistung und es muss ein Lohn gezahlt werden. Und darum kann man das nicht mit einem Schnäuzer beantworten. Wir bereiten da jetzt auch Modelle vor. Wir werden die Modelle auch online stellen für unterschiedliche Situationen, damit man das gut nachvollziehen kann. Danke. 5 Fragen noch, Herr Jungwirth. Dann kommen wir dorthin. Ich wollte Kanzlerfrau zu den anfänglichen Ausführungen zu Heidingblut und den Folgen. Der Bürgermeister von Heidingblut hat sich heute in der Früh relativ überrascht gezeigt, dass auch Heidingblut davon betroffen ist. Andererseits gibt es relativ viele Berichte aus Deutschland, Dänemark, dass sich offenbar hunderte Touristen, Skitouristen, die in Österreich waren, infiziert haben. Ist, ohne es zu spekulativ sein zu wollen, ist das Problem womöglich, sind diese möglichen Corona-Hotspots in Österreich womöglich eben diese Skiorte, wo sich offenbar wenig Einheimische infiziert haben, aber relativ viele Leute, die auf die dort Skifahren waren in den letzten Wochen oder seit dem 28. Februar, und ist zu befürchten, dass weitere Orte abgesperrt werden, Skiorte. Ich will hier sehr vorsichtig sein mit Spekulationen. Was geschieht, ist, dass das Gesundheitsministerium und auch das Innenministerium sehr genau bei jedem einzelnen Fall versuchen, ein sogenanntes Bewegungsprofil zu erstellen. Das heißt, immer wenn sich jemand ansteckt, wird genau analysiert, wo war er, mit welchen Menschen hat er Kontakt, wo kann diese Ansteckung potenziell stattgefunden haben und welche Personen gilt es zu sichern, mit denen er weiteren Kontakt hatte. Das wird höchst professionell gemacht, aber trotzdem ist es natürlich, je größer die Zahl an Fällen wird, immer schwieriger, genau zu dokumentieren, wo die Ansteckungen stattgefunden haben. Darüber hinaus ist die Herausforderung, dass sich oftmals Menschen anstecken, auch Überträger sind, aber es selbst gar nicht wissen, weil sie vielleicht jung und fit sind und die Krankheit bei ihnen gar nicht spürbar ist. Und das ist die Herausforderung, mit der wir konfrontiert sind. Aber um Ihre Frage vorsichtig zu beantworten, wir gehen sehr stark davon aus, dass es nicht nur ein Zentrum in Österreich gibt, sondern durchaus mehrere, wo es erste Ansteckungen mit Corona gegeben hat. Das ist im Regelfall,
oder in den meisten Fällen immer auf direkten Kontakt zu Italien und zu Italienern ursprünglich zurückzuführen. Und das betrifft somit natürlich einige Touristengebiete, weil dort auch italienische Gäste waren. Es betrifft aber auch die Bundeshauptstadt Wien und andere Gegenden, wo genauso Kontakt mit infizierten Italienern stattgefunden hat. Insofern bin ich vorsichtig mit Pauschalierungen, aber dass es besonders betroffene Gebiete gibt, wie Ischgl und andere, und dass die aus gutem Grund unter Quarantäne sind und dass es aus gutem Grund auch die dringende Aufforderung des Gesundheits- und des Innenministers gibt, dass Personen, die dort waren oder mit Personen, die dort waren, Kontakt hatten, sich häuslich isolieren müssen. Das zeigt schon, dass es hier besondere Hotspots gibt. Aber es ist davon auszugehen, dass es nicht nur diese Orte sind, sondern eine deutlich breitere Ausbreitung gleichzeitig stattgefunden hat. Naja, natürlich überall dort, wo es möglich ist, es punktgenau festzumachen. Das ist, wie eingangs schon beschrieben, anhand von Bewegungsprotokollen teilweise möglich, aber nicht immer. Nächste Frage vom Herrn Kollegen. Voraussetzungen müssen Betriebe mitbringen, um dafür zu qualifizieren? Gilt es auch für sehr kleine Betriebe, Familienbetriebe, Einpersonenunternehmen? Ja, also das Neue an dem Modell ist, dass wir das zugänglich machen für alle Formen von Unternehmen. Bisher ist es primär von Industrieunternehmen genutzt worden. Die kennen das, die haben das gemacht. Auch meistens sind es größere Unternehmen. Und jetzt soll es auch eben für Klein- und Mittelbetriebe anwendbar sein, für ganz Kleinstbetriebe. Darum braucht es diese schnelle Zugänglichkeit und diese einfache Form der Abwicklung, dass uns diese Betriebe eben die Mitarbeiter nicht freisetzen in dieser Zeit und die einzige Alternative die Arbeitslosigkeit ist, sondern dass man für diese Zeit im Betrieb sein kann und eben in Kurzarbeit. Das ist das Besondere und ist neu und gibt es auch so, aus dem, was ich gesehen habe, in keinem europäischen Land mit dieser Geschwindigkeit und dieser Fokus auch, es zugänglich zu machen für kleine Betriebe. Auch Dienstleistungsbetriebe nutzen es bisher kaum oder haben es nicht genutzt. Und wir werden sicher sehen, dass hier mehr und unterschiedlichste Unternehmen dieses Modell nutzen. Ich darf vielleicht ergänzen bei dem Punkt, und ich habe es vorhin angesprochen und bitte darum Geduld, wir haben gestern eine politisch-technische Vereinbarung erzielt, die jetzt gerade zur Stunde umgesetzt wird, somit auch morgen über Sonntag bis Montag in der Früh mit dem AMS vorbereitet wird, damit man es dann beantragen kann. Die Kriterien werden möglichst einfach sein, möglichst unbürokratisch, für nahezu alle Betriebe möglich. Ja? Und wir haben uns verpflichtet von Seiten der Sozialpartner, ja, auch in den jeweiligen Fällen, wo das notwendig ist, möglichst schnell immer die Zustimmung zu geben. Da gibt es nämlich eine technische Zustimmungsmöglichkeit. Ja? Und ich glaube, wenn wir es alle gemeinsam richtig anstellen, möglichst gut bewerben, dass sehr, sehr viele Betriebe von diesem Modell Gebrauch machen werden, weil es sehr unbürokratisch für alle anwendbar und ich glaube auch von der Aufteilung des Risikos und sozusagen, dass jeder etwas beiträgt, ja, extrem attraktiv ist. Und das war ja unsere Zielsetzung, die Betriebe möglichst auf der Liquiditätsseite zu entlasten, aber gleichzeitig möglichst viele Menschen in Beschäftigung in der Firma zu lassen. Ich glaube, das ist beispielgebend für ganz Europa. Da sind wir ganz, ganz vorne und ganz, ganz schnell. Die Geschwindigkeit und das Unbürokratische und die fast so, wie soll ich sagen, extreme Flexibilität, das überall einsetzen zu können, das ist das Besondere. Technische Details von heute auf morgen fertig. Und wir werden das dann überall an alle Betriebe und die Arbeitnehmervertretung über ihre Strukturen auch überall alle informieren, dass dann die Betriebe am Montag sofort in die Gespräche treten können und in die Beantragung gehen. Da ist jetzt Geschwindigkeit und Einfachheit in der Umsetzung das ganz zentrale Element. So, dann nächste Frage, bitte. Herr Bundeskanzler, Herr Finanzminister, Sie haben vollkommen zu Recht gesagt, dass das zentrale Thema die Aufrechterhaltung der Liquidität ist. Dies soll primär über die Besicherung von Bankkrediten erfolgen. Mit Bankkrediten, wenn man es zynisch formulieren möchte, ist das eine Geschäftsmöglichkeit für Banken, die ja auch entsprechende Gewinnvorgaben haben durch Basel III. Warum entscheidet man sich hier nicht beispielsweise für ein direktes Subventionsmodell? Das könnte auch, Herr Finanzminister, beispielsweise über Steuererlässe funktionieren, nicht Stundungen.
Das wäre Liquidität, die gar nichts kosten würde, die auch wiederum rückfließt über den weiter bestehenden Konsum und die allfälligen Konsumabgaben und Lohnsteuer etc. Warum holt man hier die Banken primär so stark ins Boot? Also, ich bin ein bisschen verwundert über Ihre recht provokante Frage. Das ist eine Phase, wo alle Institutionen in diesem Land zusammenstehen und einen Beitrag leisten, damit die Österreicherinnen und Österreicher möglichst gut durch die Krise kommen. Und die Banken leisten auch ihren Beitrag. Ich habe es angekündigt, es wird dazu noch nähere Informationen geben, aber hier sind alle Institutionen wirklich sehr kooperativ. Darüber hinaus gibt es ja einen Maßnahmenmix, den Sie, wenn Sie genau zugehört haben, auch in unseren Ausführungen gefunden haben. Es gibt einerseits natürlich die Möglichkeit, dass es Steuerstundungen gibt, das heißt, dass die Steuer, die fällig wird, aufgeschoben wird seitens des Finanzministeriums. Es gibt die Möglichkeit, die Vorauszahlung jetzt herunterzusetzen. Es gibt die Möglichkeit, Garantien seitens des Staates zu bekommen, damit Kredite nicht fällig gestellt werden. Und darüber hinaus wird es noch die Möglichkeit geben, Notfallkredite auch seitens des Staates direkt zu gewähren. Also alle verschiedenen Maßnahmen, um möglichst punktgenau zu schauen, was braucht ein Unternehmen, was brauchen die Menschen, um auch wirklich wirkungsvoll zu helfen. Ein Modell über alles drüber zu scheren, würde nicht funktionieren. Ich möchte mich da anschließen. Ich glaube, dass der Maßnahmenmix der vollkommen richtige Weg ist und kann vielleicht nur zu den Banken ein Wort sagen, weil ich im Rahmen der Gespräche mit der kritischen Infrastruktur auch Gespräche mit den CEOs der großen heimischen Banken geführt habe. Und ich habe da eigentlich sehr, sehr viel Bewusstsein und sehr, sehr viel Bereitschaft zur Unterstützung verspürt. Es gibt noch Detailgespräche mit dem Finanzministerium. Aber ich glaube, Österreich steht hier im Moment sehr gut zusammen und diese Banken tun auch in dieser Zeit alles, was sie können, um Kredite zu stunden, um Maßnahmen zu setzen, dass die Realwirtschaft auch weiter lebensfähig bleibt. Dann haben wir hier noch eine Frage, bitte. Walsch von der Presse. Die deutsche Regierung hat nicht ausgeschlossen, dass es zu Verstaatlichung von Unternehmen kommen könnte. Ist das auch in Österreich denkbar? Und zweitens, wie stellt man sicher, dass Unternehmen, die auch ohne Corona nicht wirtschaftlich also rentabel sind, nicht auch diese Hilfen in Anspruch nehmen? Also zu Ihrer ersten Frage, natürlich ist das möglich nach dem Epidemiegesetz. Dort, wo es notwendig wäre, würden wir sicherlich auch nicht davor zurückschrecken. Aber derzeit stellt sich diese Frage im Moment zumindest nicht. Darf ich einmal ergänzen? Wir haben ja das Treffen mit der kritischen Infrastruktur gehabt. Das ist noch nicht so lange her. Und da ist eine allerhöchste Kooperationsbereitschaft. Und wir gehen jetzt einmal diesen Weg, dass das gesamte Zusammenleben jetzt auch, wenn Sie so wollen, im technisch-strategischen Bereich einer Volkswirtschaft vollumfänglich aufrecht bleibt. Da gibt es Fragen, an die man zuerst gar nicht denken würde. Wie ist die Telekommunikation gesichert, wenn alle auf Streaming gehen, weil sie es ja sollen, bei Infos etc. Wie ist dies und jenes? Und da ist beste Kooperationsbereitschaft. Und natürlich würden wir Gebrauch machen, wenn es nicht anders geht. Aber jetzt einmal ist das, glaube ich, auch so sehr, sehr gut abgesichert. Und in einem Punkt möchte ich zur vorvorigen Frage doch noch Stellung nehmen. Die Liquiditätshilfen sind ja in der Tat vielfältig. Natürlich ist gewonnen, wenn auch die Banken rausgehen aus dem Korsett, was auch immer das sonst für Fragen aufwirft, die hätte ich dann für relevanter gehalten, offen gestanden, rausgeht und die Fälligstellungen verlängert. Und alles dieses, wenn das gelingt, sage ich, Hut ab. Ja, da haben die noch keinen Gewinn zusätzlich gemacht. Ganz im Gegenteil, die nehmen Risiko bei sich hinein. Und wie weit das und in welchem Ausmaß sein wird, werden wir ja sehen. Gleichzeitig haben wir ja die Möglichkeit, das ist ja ein Stufenkonzept, Kredite zu garantieren von Staats wegen. Wir haben ja auch unsere Garantiebanken, das ist ja heute nicht alles ausgeführt worden, das läuft ja schon zum Teil. In verschiedensten Bereichen gibt es die. Und wir haben letztlich die Möglichkeit, durch die Fonds Kreditunterstützung zu bieten und wenn es gar nicht anders geht, am Schluss aus dem Fonds heraus eine Förderung, weil ja, Sie haben recht, wir haben das überlegt beim Machen, eben gestern mit dem Bundeskanzler und dem Finanzminister, beim Machen Familienbetrieben, ja, wird das auch nicht helfen, aber das ist tatsächlich keine Frage der Liquidität, sondern der Förderung, um die drüber zu helfen, weil die haben halt nur so wenig Gewinnüberschuss, die brauchen den Umsatz vom Monat, na was tun die, ja? Typischerweise dann wieder Hotelierbetriebe in Salzburg überhaupt zugesperrt. Ja, so.
So ist das, glaube ich, zu sehen. Und dann gilt es für jede Branche und möglicherweise, wenn es gelingt, für jeden Betrieb die Maßnahme zuzuschneiden. Das steckt dahinter. Also das möchte ich an der Stelle, obwohl er vielleicht noch darauf angewiesen ist, wirklich verteidigen. Und eins ist dann schon noch, bevor wir uns diesem Vorwurf aussetzen, die Zielgenauigkeit. Würden wir mit all diesen Maßnahmen zuerst wieder, weil es schnell geht und schön mitzunehmen ist, um aufs Letzte zu kommen, von Starbucks mitgenommen werden, das täte ich mir anschauen dann, wie wir dastehen. Von Ihnen gefragt vielleicht wieder in einem Jahr. Also versuchen wir es zielgerichtet und dann sind wir wieder, dort. Und das ist es wirklich ein Anliegen. Familienbetriebe und wenn Sie so wollen, in dem alten Bild, das habe ich nicht ich erfunden, aber lieber der heimische Wirt ums Eck als Starbucks. Eine kurze letzte Ergänzung zu dem Punkt, weil wir das intensiv besprochen haben. Wir werden ein sehr genaues Auge gemeinsam drauf haben. Ich glaube, die Regierungsmitglieder genauso wie die Sozialpartner, dass es da keine Kriegsgewinnler gibt und Leute, die auf Kosten all anderer unsolidarisch handeln. Die österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die österreichischen Betriebe nehmen jetzt sehr viel Risiko, verzichten und teilen damit dieses Risiko. Das ist das Gebot der Stunde, weil anders wird es in der Republik nicht funktionieren, wie der Herr Bundeskanzler gesagt hat. Wir haben ein gemeinsames Ziel, die Gesundheit der österreichischen Bevölkerung aufrechtzuerhalten und die unserer Betriebe. Und das geht nur mit geteiltem Risiko. Wer sich aus dieser Risikogemeinschaft herausschleicht, ja, werden wir sehr genaues Auge drauf haben und da sind wir uns einig, dass das nicht gehen kann. Ja? Sonst funktioniert unser gemeinsamer Zusammenhalt nicht. Das ist ein gemeinsames rot-weiß-rotes Programm und kein Programm für Trittbrettfahrer. Und danke dafür, dass das so schnell geschnürt wurde. So, eine ganz letzte Frage vom ZDF, bitte. Vom ZDF. Das deutsche Bundesministerium für Gesundheit empfiehlt ja, 2 Wochen zu Hause zu bleiben, wenn man unter anderem sich in Österreich in den letzten 14 Tagen aufgehalten hat. Was bedeutet das jetzt für Österreich und die tausenden Pendler, aber auch Urlauber? Und zweite Frage, wie bewerten Sie die Gefährdungslage für Menschen in Österreich von denen, die aus Deutschland kommen? Sind ja sozusagen auch, können auch Träger des Virus sein. Zur Schweiz wird jetzt bereits kontrolliert. Wie geht Österreich da weiter vor in Bezug auf Deutschland? Also ich kann es ganz einfach beantworten. Egal woher man kommt, egal wo man war, im Moment ist es immer richtig, zu Hause zu bleiben, solange das irgendwie möglich ist. Es gibt Menschen, die zur Arbeit gehen müssen, damit unser Land funktioniert. Und darüber hinaus ist es gut, zu Hause zu bleiben. Mit Ausnahme von notwendigen Wegen wie den Grundbedarf in Supermärkten abzudecken. Ich halte es für absolut richtig, dass Urlauber, die bei uns insbesondere in den betroffenen Gebieten waren, in Deutschland genauso wie in anderen Ländern isoliert werden. Wir unterstützen das auch, indem wir den Gesundheitsbehörden in Deutschland, aber auch in anderen Ländern die Namen der Personen zur Verfügung stellen und die Gesundheitsbehörden informieren, sobald diese Menschen bei uns ausreisen. Alles andere wäre unverantwortlich und insofern unterstütze ich hier vollständig die Aufforderungen, die Jens Spahn getätigt hat als deutscher Gesundheitsminister, die Österreicherinnen und Österreicher, die in den betroffenen Gebieten sind, werden sowieso dort isoliert, beziehungsweise, wie Sie vorhin auch vernommen haben, alle anderen, die nicht mehr dort sind, weil sie schon vor einer Woche abgereist sind, die müssen sich selbst in Österreich genauso häuslich isolieren. So, vielen Dank. Wir bitten um Verständnis. Die nächsten Termine für die Bundesregierung warten bereits. Vielen Dank fürs Kommen und für die Aufmerksamkeit. Danke.